Ein Tiki. Ich brauche mich nicht damit abzufinden, dass der Mensch wie ein evolutionäres Experiment wirkt, von dem nicht erwartet wird, dass es funktioniert. Das Leben macht unheimlich viele abgefahrene Erfahrungen durch diesen menschlichen, durch diese menschliche Erlebnisform, Struktur, Erfahrungsstruktur, Mensch, aber auch durch alle anderen Strukturen. Denkst du, das Leben kann sich nicht auch durch den Sonnenaufgang erfahren? Nicht nur der Mensch muss den nicht nur angucken, sondern oder durch einen Stein, durch den Regen, der fällt, durch die Luft, durch das kleinste Molekül, durch die Mikroorganismen, die durch die bla bla bla, also die in den Gedärmen rumsausen und auf der Haut. Fürs Leben spielt es keine Rolle, ob der Mensch, wie es weitergeht für den Menschen. Das Drama ist, wenn du dich als Leben darauf beschränkst und glaubst, dass du der Mensch bist, der dann dramatisch zugrunde geht oder der es schaffen könnte, nachdem du einen religiösen Glauben angenommen hast, wo dir ein Gott einen freien Willen gegeben hätte, damit du dann entscheiden könntest. Und wenn das so wäre, schau, was ist daraus passiert? Was ist aus dieser Idee des freien Willens geworden? Wer bereichert sich? Find's für dich selber raus. Find's für dich selber raus. Mit wem sprichst du? Ich soll es für mich rausfinden. Du hast doch zu mir gesagt, ich muss mich nicht damit abfinden, dass der Mensch ein evolutionäres Experiment ist. Oder bist du ein religiöser Anhänger, der glaubt, er sei die Krönung der Schöpfung, das Abbild Gottes? Preise den Herrn nur für den Fall, dass es ihn gibt. Es ist so lustig. weil ja jeder was anderes glaubt. Und da gibt es ja diese Idee von einem Geist, der sich alles einbilden kann und mit allem identifiziert sein kann. Und dieses ganze Wissen, das du gekriegt hast, durch das dann deine Geschichte existiert. Und mit diesem Wissen gibt es dich dann. Und was war denn da, bevor du die Idee hattest, dass du eine Person, Mensch bist, eine Seele hast, wiedergeboren werden kannst oder ins Paradies kommst oder in die Hölle oder dass da gar nichts ist? Und mich bringt es nur dahin, zu dieser Improvisation. Und das heißt für mich, stets mit dem Unwissen zu sein. Zwar ist hier das Wissen von all dem, was ich glaube zu wissen, diese Information, wie das ist eine Feder. Aber hier, nächster Moment, keine Ahnung. Und noch weiter, all die Momente. Und wen kümmert's, ob das jemand weiß, was kommt oder was nicht kommt. Ich kann ja nur hier die Angst spüren, dass ich denke, das Klima geht kaputt. Es wandelt sich so, dass die Dürre ausbricht und wir alle sterben werden. Naja, wäre ja auch nicht so schlimm, wenn alle gestorben sind, dann bin ich ganz schön traurig. Aber wer ist dann übrig, um traurig zu sein? Naja, das war jetzt ein großer Sprung mit dem Sterben. Doch lustig, haha, man macht sich halt Sorgen um sich, weil man sich in sich selbst verliebt hat und dann um sich selbst sich kümmern will. Und diese Liebe ist ja einfach die Idee, immer das Beste für sich haben zu wollen, das Beste für sich zu brauchen, das Beste zu beanspruchen, immer im Komfort zu sein. Das ist doch die Verwirklichung der Liebe, immer, dass es einem immer gut geht, auch wenn es einem dreckig geht, dass man dann den Schmerz umarmen kann. Eigentlich immer nur Wohl, immer Wohlbefinden, immer Pleasure Movement, es muss immer Komfort sein und das ist diese Liebe, immer gut sein
Und immer wieder scheitert man. Oh, schon wieder ins Fettnäpfchen getreten, schon wieder versagt. Und man bemüht sich, weil die Hoffnung stirbt ja nie. Immer hoffen, dass es vielleicht dann doch irgendwann mal klappt und gut ist. Und weil ich immer in die, meistens, zumindest immer, hört sich gut an, weil ich immer in der Ignoranz lebe und der Dummheit, dass ich glaube, dass ich was bräuchte, dass mir was genommen werden können, dass ich glaube, ich bin wer, dass ich mich als voll hier rein verwickel in diese Geschichte, in diesen Traum der Flüchtigkeit und Vergänglichkeit, dem Wahnsinn, was haben zu können und sich da rein zu verlieren und es wieder zu verlieren können und so weiter. Und ich sage, ja, Kleiner, komm, ich räum doch mal dein Zeug auf. Ja, du hast schon wieder so viel Chaos gemacht. Dann sage ich, hey, Chaos, ich brauche das Chaos, damit der tanzende Stern in mir sich gebären kann. Und dann, ja, aber... Ich sage, ja, die Ordnung ist viel zu instabil. Und sagt dann, was, es gibt doch gar keine Ordnung. Chaos gibt es auch nicht. Es sind doch nur Ideologien, die dir irgendein Nobelpreisträger versucht hat einzureden, um damit Geld zu verdienen. Was, die Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Geschäftsmodell. Sie wird überall an jeder Ecke verkauft. An jeder spirituellen Ecke. Oh, schau mal, was ich Tolles erzählen kann. Ich kann dir alles schön reden oder schlecht reden. Oder auch nicht. Stimmt ja gar nicht. Das ist das Geile. So wie ich es erlebe, erlebt es keiner. So wie du es erlebst, erlebt es keiner. Und es ist völlig irrelevant auf eine Art, weil es ist total geil, total beschissen. Aber wen kümmert's, was du erlebst? Wen kümmert es, was du erlebst? Ob du in der Früh aufwachst und einen Ständer hast oder völlig frustriert bist oder auf die Arbeit rennst oder schon einen Kaffee trinkst oder einen Tee oder einen Smoothie machst oder erst aufs Klo gehst, bevor du die Zigarette rauchst oder gar keine Zigaretten rauchst oder schnell die Hunde rausführst oder die Kinder fütterst. Wen kümmert das denn? Da denkst du, da schaut irgendwer zu, eine göttliche Allmacht, die alles sieht. Oder du selbst vielleicht, schaust du dir selbst zu, wie du was machst, wie du was erlebst, wie du den Lichtschalter andrückst und wieder ausmachst, ob du dir Müsli rührst oder einen Kaffee trinkst oder Leberwurst oder Marmelade aufs Brot schmierst oder gar kein Brot isst oder gar nicht frühstückst oder erst am Abend nach Hause kommst. Oder den ganzen Tag zu Hause bleibst oder lieber in die Sauna gehst, anstatt joggen. Oder lieber joggst und dann ganz stark schwitzt. Oder lieber ins Fitnessstudio oder lieber in die Natur raus. Das ist doch abgefahren. Und es gibt keinen, der es kontrollieren kann. Schau mal, kannst du dich selber kontrollieren? Was kannst du kontrollieren? Alter, was kannst du kontrollieren? Junger Man. Man, oh Man, oh Man, oh Man. Du bist so geil. So geil bist du. Und dann... triffst du einen Sufi-Meister, der ist lebensmüde, weil er denkt, er hat schon alles erkannt und so weiter. Und dann gehst du zum nächsten Meister und der verkauft dir auch nur Kleister, weil er sich an dich binden will und eine Schülerschaft. Du sollst ihn verehren und verstehen und ihm Geld geben für den Schwan, den er erzählt und so weiter. Ja, Schülermeistertraum, das ist doch cool. Und dann auf einmal schläfst du ein und es ist wieder alles weg und ich gibt's nicht mehr als ein phänomenales Wesen, sondern nur noch als die Absolutheit, die keiner erkennen kann. Und peng, machst du in der Früh auf und alles wieder da und du träumst dich selbst und träumst immer weiter und der Traum hat nie angefangen und wird nie aufhören und das ist einfach nur die Unterhaltung, die du dir selbst gönnst und es darf ja auch mal dramatisch und spannend werden und die Gefahr und die Bedrohung da sein, dass das, was du hast und was du dir vorstellst, was du liebst, dass das gefährdet ist und dass das zerbrechen kann und kaputt geht, weil die Evolution der Umweltverschmutzung sich so weit und dann auf einmal kommen die Pilze aus dem Boden und die Monster springen aus der Wand und die Elfen küssen die Drachen und die Drachen küssen die Engel und die Engel vögeln mit den Dämonen und so weiter und irgendwer lacht sich dabei so ins Fäustchen, so, das ist ja nur ein großer Witz.